Bürger, wir sind in Österreich. Unser Land ist frei. Wir wollen nicht zur NATO. Das ist ein Krieg zwischen Amerika und Russland. Bitte stoppt die Propaganda als Respekt vor den Opfern. Ohne Gott können wir das nicht schaffen. Und darum kommt jetzt der Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, liebe Freunde, hallo. Ich habe gestern eine Art Comics gesehen. Da ist so ein Ehepaar, die sitzen da ganz gemütlich an den Sofas und schauen Fernsehen. Und im Fernsehen ist gerade das Kriegsgeschehen, Explosion und Sterben der Menschen ganz offensichtlich in der Ukraine. So, dann sagt der Mann, da wird ja alles zerstört. Da sterben ja so viele Menschen. Ja, und die Frau daneben sagt, und das trotz wir denen Waffen liefern. So ist die Situation. Jeder, der jetzt da mahnt, er ist mutig, er ist sehr mutig, wenn er diese Sanktionen mitträgt. Dann muss man wissen, jetzt, wo es ganz gemütlich ist, sterben da unten jetzt. Wir reden jetzt nur von dem Krieg. Es gibt noch viele andere Konfliktherde und viel anderes Böses auf dieser Erde. Nun, das ist nur der Krieg. Während wir jetzt da sitzen, oder beziehungsweise da drüben im Café sitzen, sind wahrscheinlich schon wieder 100 Menschen gestorben, irgendwo im Explosionshagel, dank eurer Sanktionen, dank eurer Mithilfe, der Finanzierung von Waffen. Das ist alles wegen euch geschieht es. Ihr könnt euch jetzt ganz gemütlich weiter umarmen, wie mutig und wie tapfer ihr seid. So, und jetzt kommen noch ein paar News. Die kanadische Premierministerin Smith, das ist von der Provinz Alberta, sie hat sich bei den Impfverweigerern entschuldigt, sie leitet ihm die Wege, dass die alle ihren Job wieder kriegen und eine Entschädigung. Die nächste News, die Meloni, das ist der Premierminister, sie will nicht Premierministerin genannt werden, Premierminister. Dieser Wahn muss endlich auch mal aufhören. Weil sonst, wenn das so weitergeht mit eurem komischen Gender und komischen Nationalsozialisten oder Nichtstun, dann müssen wir da nicht sitzen. Weil genau da drüben haben Blutverbrennungen stattgefunden. Dann sind wir auf Boden, wo gefährlich ist. Hört's auf mit diesem Blödsinn. Werdet mal wach und erwachsen. In New York hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass die Impfverweigerer genauso unschuldig eingesperrt wurden und zu Strafen verurteilt wurden. Das hat der oberste Gerichtshof entschieden. Es wird darüber wahrscheinlich einen Einspruch geben, aber auch dort kriselt es ganz, ganz gewaltig. Und jetzt noch, ich bin vielleicht vorher ein bisschen durcheinander gekommen, bezüglich der Meloni, die Premierministerin. Sie hat sofort alle Maßnahmen aufgehoben. Alle Maßnahmen sind aufgehoben in Italien. Also das Gesundheitspersonal muss keine Maske mehr tragen. Und das nächste ist, es werden Überprüfungen eingeleitet, ob das alles rechtens war, was da in den letzten 2 Jahren unter anderem eben auch in Italien abgegangen ist. Nämlich, das war ja auch ein Gesundheitsminister, der eigentlich mit ärztlicher, medizinischer Betreuung gar nichts zu tun hat. Und der hat die Leute einsperrt und wollte sie zu dieser Giftspritze zwingen. Das ist alles aufgehoben und es wird eine Prüfung gemacht, ob das rechtens war.
Ihr müsst jetzt alle genau schauen, auf welcher Seite ihr euch da bewegt. Ihr müsst alle genau schauen. Tut schon mit diesen Gestalten, mit diesen Kreaturen. Aber ihr müsst auch wissen, diese Kreaturen, denen seid ihr völlig wurscht. Ihr seid denen völlig wurscht. Ihr sollt nur brav Ja sagen, nur brav nicken, nur brav in die Knie gehen, nur brav die Schuhe lecken. Das sollt ihr, das wollen sie. Das ist das Einzige, wo sie sich spüren, dass sie überhaupt noch existieren, diese armen Gestalten. So schaut's aus. Und es tut sich eben noch viel, viel mehr. Die Zeit ist jetzt gekommen, wo die Menschen, jeder sich selber wirklich bewusst wird. Er wird sich seiner eigenen Kraft bewusst, er wird sich seiner eigenen Macht bewusst, jeder für sich selber. Diese Zeit kommt jetzt. Und die hat nichts mehr mit irgendeiner Bevormundung von irgendeinem Typen zu tun, der sich Politiker schimpft und in Wirklichkeit nur zählt, wie viel Umsatz das er, wie viel Geld das er eingenommen hat. Diese Zeiten sind vorbei. Die Menschen beginnen jetzt, jeder Einzelne, sein Talent hervorzuheben und eine Welt zu kreieren, die es wirklich wert ist zu leben, die es wirklich wert ist zu leben, wo ein richtiges Menschsein stattfindet. Und das geschieht jetzt, eine enorme Kraft, wo jetzt durch die ganze Menschheit geht und ein enormes Erwachen passiert jetzt. So, bitte, ihr da drüben auch in dem Café, schaut euch andere Medien an, traut euch das, tut das bitte. Es ist wichtig, tut das, macht das. Und ihr werdet sehen, es stimmt so nicht, wie es euch alles verklickert wird. Und jetzt hätte ich noch, also wir haben noch eine Botschaft an den Wirtschaftsclub-Boss, des Klaus. Diesem Klaus, an dem wir noch eine Botschaft zu richten. Der Klaus, wo mit dem Geld, mit dem Billy, die Menschheit in diese Giftspritze getrieben hat, weil sie sich so auskennen, weil sie genau wissen, was medizinisch abgeht. Die können alles, nichts können sie. Aber die Menschen glauben ihnen, die glauben so an der Hergelaufenen. So, die Message zum Klaus ist, This is your end, your devil friend. Okay, liebe Freunde, danke. Möchte gerne noch jemand da ein paar Worte sagen? Also um die Auffassungsgabe kurz zu machen, eine Maske ist kaputt, wenn der Nachbar keine trägt. Die Impfung funktioniert erst, wenn der Nachbar auch eine hat. Dann braucht er eine zweite für die Vollimmunisierung. Mit dem Booster geht es dann weiter. Jetzt haben wir einen vierten. Also ihr könnt euch selber ausrechnen, wie das ausschaut. Und ja, Waffen liefern für Frieden ist ungefähr so ähnlich wie Ficken für Jungfräulichkeit. Danke für euch! Hobby.